Weiter geht's mit einer neuen Folge eSports 24 mit dem VfL Wolfsburg. Genau, wir werden heute mit dieser Startformation gegen Augsburg antreten. Wobei, eine Sache habe ich eigentlich vergessen. Mokoko muss ja natürlich stürmen, genau. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ihr gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich will jetzt gar nicht lange rumreden. Genau, 7. gegen 2. ist, glaube ich, das Topspiel an diesem Spieltag. Gucken uns natürlich den Vorbericht an. Archer und Quizgerden sind relativ gut drauf. Lavia spielt einfach bei Augsburg. Let's go. So, Güler ist gut drauf, klar. Auf geht's. Gute Flanke. Ah. Und Petit gut angenommen. Und der sitzt. 1:0. Traumtor. Traumtor von Alex Petit. Der endlich mal wieder trifft, kann man sagen. Ein zweites Saisontor erst. Ja, geht auf jeden Fall noch einiges. Wir führen. 1:0. Balde, Jung hat ihn aber. Hato, oh. So Petit klaut da den Ball. Das war zu einfach, einfach. Mokoko müsste eigentlich jetzt hier das 2:0 sein. Nee. Hä? Kraus. Ich wollte gerade sagen, wenn das kein Foul ist, dann weiß ich aber auch nicht. So, Güler. Gott. Ja, der geht völlig rüber. 1:0 führen wir. Jung. Emery. Der hat einmal auf Colombo spielt. Und Colombo, der muss es doch eigentlich machen. Hey. Das sind Chancen um Chancen, die wir hier nicht nutzen. Hamburg führt, beziehungsweise macht den Ausgleich hier gegen Leverkusen. Und Colombo nimmt den gut. Das ist das 2:0. Wunderbar gemacht. Mit dem Knie. Gute Vorarbeit davon auch von Ferreira. Guter Heber. Ja, kurzer Eck. Colombo trifft. 66. 2:0. Hinrich spielt einfach bei Augsburg. Ja. Ja. 3:0. Das ist verdient und auch völlig okay so. Wieder der Ballverlust. Und Colombo macht seinen Doppelpack. Hato. Oh, wichtige Parade da von Meier. Ah, war eine gute Idee da, aber... Also dieser Sieg ist nicht glanzvoll, will ich mal sagen. Viel von Augsburg-Fehlern da profitiert. Und so kommt dieser 3:0-Sieg zustande. Wir waren jetzt nicht 3:0 besser, definitiv nicht. Wir haben einfach nur die Chancen bzw. die Fehler von Augsburg ausgenutzt, die zu jeweils den Gegentoren geführt haben. So, jetzt geht's gegen... Freiburg, genau, Startformation wird diese hier sein, sorry gerade für meinen Huster, aber es fängt irgendwie wieder an zu husten, zu niesen, alles, aber die Jahreszeit ist jetzt ja auch wieder, dass die ganzen Pollen kommen, Gräser und sowas. Naja gut, genau, das war auf jeden Fall mit die Startformation gegen Freiburg, es ist der 16. Spieltag, würde ich sagen, gehen wir direkt rein
gucken uns mal den Vorbericht an. Die spielen genau dasselbe Aufstellung wie wir, beziehungsweise dasselbe System. Haben das letzte Spiel allerdings gewonnen, davor alle verloren. So, let's go. Gehen wir rein. Wir haben Anstoß. Wir in Grün, Freiburg in den gewohnten Auswärtstrikots, beziehungsweise Heimtrikots, das sind das ja die Roten. Oh, gleich wieder der nächste Fehler. Boah, beinahe hier das 1:0. So, Jung muss da hinterher. Stark. Wieder zum Kraus. Auf Pino. Der auf Mokoko. Gut gespielt, Mokoko. Das hätte es 1:0 sein müssen. Apogulo hält überragend. Eckball kommt gut, Petit. Und Orgi. Freiburg kommt. Freiburg will. Oh, Udogi ganz, ganz schwach. Ja, mit ein bisschen Glück führt Freiburg jetzt hier gerade, aber das war echt schwach verteidigt. Gerade von Udogi. Gehört natürlich ein bisschen Glück dazu, weil der Ball da. Also das darf Udogi und da auch Kraus rennt komplett an den Gegner vorbei. Und Adumo mit ein bisschen Glück geht er bei den rein. Ja. Ach, es gibt Rot. Hato bekommt Rot und Freiburg beinahe das 2:0. Wir müssen wechseln. Oh, das war eine Notbremse. Müssen das so machen. Geht nicht anders. Das wird jetzt echt hart. Vorsichtig, Jung. Nee. Jetzt Kraus. Ah, es ist schlecht verteidigt. Situation erstmal geklärt. Sucht die Lücke. Und jetzt ist schon. Ja, Freiburg ist hier besser. Viel besser als wir. Es ist so ein schwaches Spiel, was wir hier gerade zeigen. Was ist das wieder für ein Ball? Odogi. Oh, größte Chance. Beinahe hier das 1:1. Geht's in die Halbzeit. Wir liegen zurück. Stark. Mann, was machen die denn für Laufwege? Boah, stark. Und da ist Cherki und das ist das 1:1 in Unterzahl. Was für eine geile Moral. In Unterzahl, Freunde. In Unterzahl. Stark. Gut von Colombo und Cherki. Stark gemacht. Ganz, ganz starke Leistung. Oh, das ist mal wieder keine starke Leistung. Jungs. Ey, das kann nicht sein. Wir verdaddeln es selber von hinten. Mann!
Klar. Boah, beinahe hier das 3-1. Da wäre dann das Ding durch gewesen. Jetzt Colombo. Ja, Cherky. Und Colombo. Oh, beinahe das 2-2. Ganz, ganz starke Einzelaktion da von Colombo. Und da ist Cherky. Ja. Sieht das Jung? Oh, Jung, stark. Jung. Er macht nur, ey, das... Come on. Vertändelt da den Ball. Vorteil läuft. Was macht Diaz denn da? Mann. Wird das hier unsere erste Niederlage? Geführt, ja. Jung, jetzt nochmal. Ja, es soll aber auch irgendjemand mal, ja, stark gemacht. Orellana. Ey. Ja, wir verlieren am Ende durch diese rote Karte sehr, sehr unglücklich. Die erste Niederlage dieser Saison ist damit amtlich. Genau, dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Ciao.